Ja, liebe Whisky-Freunde, wir zurück auf unserer USA-Reise, die wir mit Markus Eder bestreiten, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Nächster Stop hier, Widow Chain Distillery, auch wieder in Brooklyn. Klein, aber fein, habe ich schon öfters gesagt, ist aber hier wieder der Fall. Super Equipment und ein Geruch, den man nicht beschreiben kann. Warum? Hier geht es nicht nur um Whisky, hier geht es nicht nur um Destillation, hier wird auch Schokolade hergestellt im hinteren Bereich. Tolles Gebäude und es riecht hier wirklich überall nach Schokolade. Also ein Erlebnis. Ja. Und bei uns steht hier Vince. Er ist hier verantwortlich für die Produktion, wird uns mal kurz ein bisschen was erklären. So, Vince, over to you. Can you please explain our German fans what you are doing here? We're just wrapping up a distillation from one of our heirloom bourbons. We've been really passionate about experimenting with different kinds of corn and showcasing what different kinds of corn can do to make different kinds of bourbon. So right now this is one of our own varietals of corn that we've been working to cultivate for a while now. We're Widow Jane, it's our baby, so it's called Baby Jane. Okay. 80% corn, 10% barley, 10% rye, and it's this really cool balance of sweet and savory in the corn. So we get this really kind of elegant, really well-rounded expression for the bourbon. Just the end of the run right now, we're collecting some tails, which are the heavier compounds during the distillation. So you can kind of see they're a little oily. Yep, yeah. We'll reuse these in the next batch that we distill. Ah, yeah. You don't get it around. You're just using, reusing it. Reuse it. Yeah, yeah. Yep. Continue. And different types of corn means maize, different maize types. Yeah. Just to for our fans. Okay, that's very interesting. Yeah. So, und das Equipment hier kommt aus Deutschland. Auch bei der Schokoladenrösterei hier. Also deutsches Equipment wird hier benutzt und natürlich eine Kolonnendestillation. Das sehr interessant. Wir werden jetzt natürlich was verkosten und ja, sayonara, liebe Whisky-Freunde, bis zum nächsten Mal.